Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Postkalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Wir ziehen uns OG. Ich denke mal, OG wird er heißen. Kein Hollywood, produziert von Beat Fiction. Produzent sagt mir jetzt so aus dem Kopf auch nichts. Wir sind bei den neuen Signing bei Seiten auf Null gelandet. Was glaube ich Sadek und DJ Ganji gehört, wenn ich mich nicht irre. Oder nur Sadek und DJ Ganji ist auch noch da. Schreibt gerne in die Kommentare. Bei Seiten auf Null weiß ich nicht unbedingt alles. Sicher, auch wer alles da ist oder da war. Ich weiß, dass Ego die Einzeit da ist. Sami ist, glaube ich, da. Wer war das noch? Ego die 1, Sami. Ich weiß, dass Asche mal da war. Ich weiß nicht, ob Payman auch da gesigned war oder ist. Wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare, würde mich auch interessieren. Ja. Und bei Asche zum Beispiel, wenn er nicht, wenn Sadik ihn damals nicht entdeckt hätte, wäre er vielleicht nie bei Kollega gelandet. Jetzt kennt ihn ganz Deutschrap, ne? So, weißt du, was ich meine? Wie schnell das manchmal geht, ist schon heftig. Aber ich will euch jetzt nicht zu lange volllabern. Wir gucken uns mal an, was Sadek hier gesigned hat. Bevor es jetzt losgeht, OJ wird da ausgesprochen. Das wurde hier schon mal betitelt, so von dem grauen Video kann man schon mal sich denken, dass ein Straßenrapper ist. Aber ich habe bei Sadek auch nichts anderes erwartet. Aber Sammy ist ja auch nicht so street unterwegs, so wisst ihr? Das hat deswegen, wer weiß, was jetzt kommt. Frisch rasierte Seiten, so wie Brock Lesnar. Bin kein Showkämpfer, doch ich mache mir aus Umsatz. Meine Läufer auf der Straße drücken ab per Umschlag. Ja, ist halt wieder ein Rapper mit einer Sturmmaske. Ja, es scheint irgendwie so ein modernes Ding zu sein, die letzten Jahre. Gibt ja viele mittlerweile, die das machen. So soll jeder machen, wie er will. So Seiten auf Null, wie Brock Lesnar ist. Halt die Line mit dem Wrestler, Seiten auf Null, hätte halt mit vielen Typen machen können, ist jetzt. Und dann noch irgendeine Line hier mit dem Geld, glaube ich. Können wir nochmal ein bisschen zurück machen. Mir aus Umsatz. Meine Läufer auf der Straße drücken ab per Umschlag. Ey, du machst auf Mann, du bückst dich. Nichts echt, alles künstlich. Drückst mehr ab als 50. Häng im Belly mein Band auf. Bitches lieben mein Cancel. Bin seit Stunden auf Sendung, bin seit Stunden auf JJ. Meine Augen haben viel gesehen, von der Straße hier, auf der ich lebe. Weißt du nicht, vielleicht täuscht es auch, aber so vom Flow, vom Vibe, so gemischt mit Straßensound natürlich, aber so leichte, ganz leichte Flair-Einflüsse höre ich hier so ein bisschen raus, oder täuscht das? Wenn ich mich irre, schreibt mal unten in die Kommentare, aber hört sich für mich so ein bisschen so an, so vom Flow, so. Teilweise die Betonung, aber vielleicht täuscht es auch komplett. Aber bei der ersten Reaktion ist manchmal schwer. Aber sonst hört es jetzt nicht schlecht an, nur so, finde ich. Ja, mal gucken, was für eine Hook gleich kommt. Ich kein Hollywood, das ist echt kein Hollywood. Immer weiter gegen das System, denn wir denken nur ans Überleben. Das ist echt kein Hollywood, das ist echt kein Hollywood. Mama sagt, bitte verlier dich nicht. Ja, Hook hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass das so in die Richtung gehen wird. Habe ich nicht mit gerechnet, Leute. Ich sag zu der Hook gleich nochmal was, wenn wir es das zweite Mal hören. So ein Street-Ding war aber eigentlich fast klar, wenn der Titel kein Hollywood heißt. Ja, ist halt so. Die Leben auf der Straße so. Straßenrapper, ich mache nochmal kurz zurück, damit ich dieses mit der Line nochmal richtig höre. Dem Teil, sorry. Verlier dich nicht. Nein, denn die Straße liebt dich nicht. Genau, Mama sagte, verlier dich nicht, denn die Straße liebt dich nicht. Habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, so mit der Betonung und mit der Aussage. Finde ich sehr nice. OJ, Jetzt.
zweiter Part hier. Hook muss man abwarten, wenn man sie öfter mal beim zweiten Mal nochmal hört. Aber sonst, klingt okay. So ist jetzt nicht so, dass es mich völlig weghaut hier. Ich habe gedacht, dass es ein reiner Straßentrack wird. Also er hat mich auf jeden Fall überrascht, was ja auch nicht immer negativ gemeint sein muss, sondern sehr gut, wenn du auch teilweise nicht voraussehen tust, was dich hier für einen Song erwartet. Echte Leben, keine Daily Soul. Tragen lassen, keep it Jackie Go. Bin auf Sendung, ja, ich bin auf Show. Du willst reden mit den falschen Jungs. Was wir machen, machen Taschen bunt. Das ist Kunst, muss die Beat ficken. Bester Produzent ist Beat Fiction. Von der Straße in das Treppenhaus. Das war auch sehr nice. Ich mach nochmal kurz zurück. Ich höre es auch das erste Mal, damit ich das in meinen Kopf nochmal reinkriege hier. Ja, ich bin auf Show. Du willst reden mit den falschen Jungs. Was wir machen, machen Taschen bunt. Das ist Kunst, muss die Beat ficken. Bester Produzent ist Beat Fiction. Das ist Kunst, muss Beat ficken. Das ist, und dann gibt er halt hier nochmal Produzenten gleichzeitig an Beat Fiction. Also daraus eine Line zu machen, sehr nice. Wirklich krass. Finde ich geil. Auch, ich finde auch, Produzenten müssen sowieso viel mehr Hack bekommen. Weil irgendwie sind immer nur die Leute berühmt, die rappen, was ja auch klar ist. Die stehen auch im Rampenlicht und alles. Aber viele Produzenten, so, man weiß. Ich schätze, viele Fans wissen gar nicht, wer die Songs produziert, was sie hören. Die meisten wahrscheinlich sogar. Vielleicht täuscht das auch, aber die müssen auch viel mehr in den Vordergrund. So für mich. Aber die Produzenten haben vielleicht auch einfach keinen Bock drauf, was weiß ich. Aber fällt nur immer auf. Es steht auch immer weniger im Titel, so der Produzent. Klar steht es dann in den Credits, aber es guckt sich ja nicht jeder die Credits an. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, gucken wir weiter. Auf jeden Fall stark, wirklich stark. Straße in das Treppenhaus, in 60 Stock gehen die Lichter aus. Sie kleiden sich Nase, keine Frage, kalte Tage, alles grau hier im Plattenbau. Mutters Tränen fließen wegen falschen Ziele, die ich habe, gucke Scher free. Halt die Fresse, habe keine Presse, denn nur Mutters Augen haben Wert hier. Klinge. Mutters Tränen fließen, weil ich habe falsche Ziele, weil er sich für den Weg auf der Straße entscheidet, dealen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ja, ist auch ganz nice. Der zweite Part gefällt mir auf jeden Fall besser als der erste, muss ich jetzt schon mal sagen. Silber an mein Hosenbund, steche zu, Junge ohne Grund. Das ist echt kein Hollywood, das ist echt kein Hollywood. Blinde Taten, meine Sinne taub, na man kann dir keiner Stimme trauen. Das ist echt kein Hollywood, das ist echt kein Hollywood. Mama sagt bitte verliere dich nicht. Ich muss sagen, Hook hört sich eigentlich ganz gut an. Ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so völlig weggerissen bin jetzt vom Newcomer OG. Oder OJ, ich hab's schon wieder vergessen, Alter, sorry Leute. Ja. Kann man sich auf jeden Fall geben, aber man muss auch mal abwarten, noch ein Song sowas zu sagen. Ich bin gespannt, in welche Richtung er noch gehen wird. Checken wir auf jeden Fall ab und ja, wenn euch OJ, OG, wie auch immer, gefallen hat, ich weiß noch nicht richtig, wie ausgesprochen wird, muss ich nochmal abchecken. Sagt er ja eigentlich am Anfang. Ja, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie er auch klingen wird, wenn er mal einen Track mit Sardeng macht oder mit Ego D1, vielleicht auch mal zusammen so einen Track. Könnte schon sehr nice klingen. Nein, denn die Straße liebt dich nicht. Achtet aus, wer dich wichtig ist. Und dass du niemand was schuldig bist. Mama sagt bitte verlier dich nicht. Nein, denn die Straße liebt dich nicht. Soll ich jetzt nochmal Pause drücke? Ich glaube aber, dass mir persönlich der Song besser gefallen hätte, wenn er die Hook so auch mit diesen. Was er jetzt sagt so, ist nice, ne, in der Hook, aber wenn er das so mehr mit Power so ein bisschen so in der Hook gemacht hätte, oder so ein bisschen mehr mit Deepness, vielleicht auch den Beat noch so ein bisschen deeper, aber wie gesagt, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, so, ist ja sowieso total unterschiedlich, vielleicht, ich schätze, 95% der Leute finden es vielleicht sogar so besser. So, ich sage ja, es ist nur meine Reaction, nur mein Geschmack. Ich bin einfach ein Rap-Fan, der sich Musik anhört und Bock hat, mit euch zu quatschen über die Musik. Also lasst einen Kommentar da und wenn ihr ganz viel Bock habt, lasst ein Abo auch bei mir da und bei Seiten auf Null. Und ja, wenn ihr die Musik von ihm feiert, Alter, pumpt OG, kein Hollywood. Und ja, das war's jetzt eigentlich. Lass nochmal die Hook so ein bisschen durchlaufen. Schuldig bin.
ich tropf meine Kopf zu danken. Nicht Tabletten mit hier. Flüssig. Ja, das war's hier eigentlich schon. Ja, okay. Was soll ich sagen? Ja, Song habe ich schon öfter gesagt, dass ich es halt cooler finde mit dem Part, aber das ist einfach out in der heutigen Zeit. Und die Hook so in den Playlisten, Spotify und in der bei den neuen Leuten, ich bin ja sehr oldschool angehaucht, wird die Hook auch sehr, sehr gut ankommen, denke ich. Also es ist kein schlechter Track. Und ja, das war's von meiner Reaction. Ich bin raus.